Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir sind nun hier an der Heilungswache und ich habe auch gerade eben unten auf der Karte gesehen, dass da ein Oblivion-Tor ist. Genau, und wir machen heute diese Mission hier, Mysterium auf Heilungswacht. Burzkrukash hat mir aufgetragen, nach Heilungswacht in der Nähe von Chardinal zu reisen und das Verschwinden einiger der dort Ansässigen zu untersuchen. Ich sollte mit Rarana Telis sprechen. Und das werden wir dann machen. Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich sie hier. Genau. Guten Tag. Hallo. Ihr seid von der Kämpfergilde, nehme ich an. Ja. Gut, dass ihr hier seid. Ja. Wir brauchen eure Hilfe. Mehrere Leute sind verschollen. Ja, erstmal hast du Gerüchte. Niemand geht in die Berge, außer Jägern und Dieben auf der Flucht. Essen und eine Unterkunft sind dort schwer zu finden. Ja, okay, ja, ich bin wegen den Vorfällen hier, ne? Man hört, dass einige seltsame Lichter in der Nähe der alten sumpfigen Höhle gesehen wurden. Wir haben ein paar Männer dorthin geschickt, aber sie seitdem nicht mehr gesehen. Wir brauchen Hilfe. Seltsame Lichter? Vor ein paar Nächten sind sie das erste Mal aufgetaucht. Komische, flackernde Lichter. Am Morgen war nichts zu sehen, aber in der Nacht waren sie da. Ah ja, okay. Seid vorsichtig. Es war schrecklich. Und jetzt ist da unten irgendwo ein Oblivion-Tor. Das ist doch jetzt nicht wahr. Da unten ist eins. Ach, das ist doch, warum? Warum muss denn da unten jetzt ein Oblivion-Tor sein? Wo sind wir überhaupt hin? Was zeigt denn die Karte an? Wir gehen da mal. Ja, das ist ja direkt beim Oblivion-Tor, ne? Theoretisch. Ach, das ist doch scheiße. Gut, dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, ich weiß nicht, wie lange diese Quest hier geht, oder auch in der übernächsten Folge, auf jeden Fall werden wir dann danach das Oblivion-Tor schließen gehen. Vor allem, weil es hier auch gerade in der Nähe von Chardinal ist. Und da habe ich da so komplett was gegen. Hallo? Nimm das mal mit, danke. Ach, die Lichter. Aber die sind auch so da, da brauche ich nicht warten, bis Nacht ist. So, es scheint sich bei dem seltsamen Leuchten, dass die Leute in den Sümpfen sahen, um ihr Lichter zu handeln. Aber es gibt auch keinerlei Spuren von den verschwundenen Städtern. Die Irrlichter waren allerdings alle um eine Höhle gruppiert. Ich sollte dies näher untersuchen. Ja, erstmal muss ich mich hier durchkämpfen. Ey, die halten aber ganz schön viel auf. Plötzlich hier. Na, dann dauert das hier halt ein bisschen länger. So, Nummer 1. Warum halten die auf einmal so viel aus? What the fuck? Ich mach doch noch genügend Damage. Was soll denn der Schwachsinn? Warum mache ich denn auf einmal so wenig Schaden? Das gibt's hier nicht, Alter. Was soll das denn? Auf einmal machen wir den ja kaum Schaden. So, jetzt komm mal her. Moment mal ganz kurz, ich will hier deinen Kollegen looten. So, dann jetzt noch du. Da lohnt sich ja mal ein Blitzzauber mehr. Warum halten die auf einmal so viel aus? Das gibt's doch jetzt nicht. Was soll der Blödsinn? Den ziehen wir Mana, aber das kann mir eigentlich schon scheißegal sein. So, Ende jetzt. Der macht mir ja eh auch selber auch kaum Schaden. So, dann reparieren wir einmal kurz meinen Streitkolben. So. So, dann gehen wir mal da rein. Und ich habe ja erwähnt gehabt, dass wir niemals über die 200.000 kommen. Ich nehm's zurück. Wir haben jetzt ja bereits die 200.000 Gold erreicht mittlerweile. Aber gut, wir haben aber auch immer wirklich ziemlich krasses Zeug gefunden.
Ach, nicht schon wieder. Es hätte doch alles sein können. Wir wären jetzt die Lichter lieber gewesen. Aber warum müssen es denn jetzt schon wieder Trolle... Oh, falscher Zauber. Warum müssen es denn jetzt schon wieder Trolle sein? Also gar keinen Bock irgendwie darauf. Sumpftroll, nochmal neu. Die halten aber ein bisschen weniger aus wie die wilden Trolle. Ah ja, Sumpftrolle. Interessant. Die hatten wir noch nicht so als Gegner, denke ich. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, die allerschwersten Trolle, die wir jemals hatten, waren die in diesem komischen Gemälde. Die waren ja extrem OP. Also ohne die... ohne die Tränke damals, ne, die wir bekommen hatten bei der Quest, die wir bekommen haben, ja, das war, die haben wir da schon echt gebraucht, ne? Also ohne die, glaube ich, da wäre das eine richtig ätzende Quest gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. So, das brauche ich. Was mache ich denn da? Ui, oh. Oh. Hydra-Handschuhe, ah ja. Verzauberter Vulkan-Glas-Streitkolben. Ja, und jetzt? Hä? Und wo geht's jetzt weiter? Da unten ging's, geht's doch nicht weiter. Ah doch, hier geht's aber auch, oh Gott. Oh, da ist noch so ein Troll. Komm, hau mal zu, ich muss noch ein bisschen Blocken trainieren. So, gut, haben wir auch erledigt. Noch irgendwo ein Troll vielleicht, der auf die Fresse... Schon wieder eine Truhe mit schwerem Schloss. Also das ist ja echt nicht mehr normal. Hier hast du ja so viele Truhen mit einem schwierigen Schloss, ne? Das gibt's ja nicht. Das ist ja echt ätzend, sorry, also... Jede dritte Truhe in der Höhle ist mit einem schweren Schloss versehen. Jetzt, ich bin echt froh, dass ich den verdammten Zauber habe. Jetzt ohne Quatsch. Oh. Wollt ihr ein Leben, aber so geht's dann halt eben auch. Nimm das! Komm, ich will mal Leben jetzt! Oder einfach direkt so wegklatschen. Warte mal, hatte ich jetzt... Ja, dich hatte ich gelootet. Gut. Sumpftrolle. Ah, da wären mir die Elichter wirklich lieber gewesen, aber ganz ehrlich, wieso mache ich denen auf einmal so wenig Schaden? Oder war das immer so? Und ich habe das irgendwie nie so wirklich realisiert. Das könnte nicht auch sein, aber ich glaube, die hatten auf jeden Fall nicht so viel eingesteckt, ne? Oh, ich sollte vielleicht mal speichern. Moment mal. Hier geht's irgendwie weiter, aber... Ach du Scheiße, das sehe ich ja jetzt erst. Da gibt's ja noch viele kleinere Gänge, die wir noch gar nicht... Wo wir noch gar nicht waren. Die habe ich auch gar nicht gesehen. So, ich müsste jetzt theoretisch... einfach geradeaus. Und dann müsste es jetzt hier oben einen Weg... Ah, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. So, während da mein Sturmastronach gerade kämpft.
Könnte ich ja mal theoretisch noch diesen Weg hier gehen. Oh mein Gott. So, du gegen mich. So, einen haben wir weniger. Noch einer weniger. So. Gut. Haben wir alles. Passt schon. Und was halt auch irgendwie krass ist, also in den meisten Truhen, eigentlich zu, ja, man kann doch schon sagen, eigentlich zu 90%, wenn nicht sogar noch mehr, ne? Hast du in diesen ganzen schweren Truhen, ne, also die halt mit einem schweren Schloss versehen sind, in irgendwelchen Dungeons, wie in diesen Höhlen hier zum Beispiel, da ist nur absoluter Müll dann drin, ne? Da ist da nur absoluter Quatsch drin, ne? Da hast du ein bisschen Gold, was du, da findest du ja in manchen normalen... Im Inneren der sumpfigen Höhlen habe ich die Leichen der vermissten Stadtbewohner gefunden. Es sieht aus, als ob Trolle von Irrlichtern geschwächte Menschen angegriffen und verspeist haben. Ich sollte alle verbleibenden Toten... Trollen der Höhle erledigen. Ja, gut. Ach du Scheiße. Ja, die haben da gesnackt. Eine Leiche, wo noch Fleisch dran ist in Oblivion, ist immer ein Zombie. Ja, brauche ich alles nicht. Gut, das heißt, wir müssen den Rest hier erledigen. Ich schätze mal, mit Rest meint er noch, dass wir hier weitergehen, ne? Würde ich mal von ausgehen. Genau, ja. Dann machen wir das. Und erledigen noch die restlichen Trolle. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass jetzt diese Höhle hier noch groß ist. Ich würde vielleicht nochmal final reparieren jetzt. Oder was heißt final? Jedenfalls jetzt gerade mal lieber reparieren. Ja, die Dietrichen Handschuhe kann ich mir sparen, denn wir haben ja neue gefunden. Die können jetzt also erstmal schön mit Leidenschaft gezogen werden. So, weiter geht's. Weiter Trolljagd. Let's go. So, da hinten haben wir auf jeden Fall einen rumgammeln noch. Aber das sind bestimmt mehrere. Aber einen locke ich erstmal an. Da kommt er auch schon. Jawohl, Alter. Den haben wir ja richtig bedient. Oh, da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Ja, hau ruhig zu, gar kein Problem. So, sehr schön. Und dann kriegen wir wenigstens ordentlich Trollfett und diese Sumpftrolle sind auf jeden Fall nicht so schlimm wie die wilden Trolle. Also die finde ich mal weitaus schlimmer, muss ich gestehen. Als jetzt hier nur die normalen Trolle oder Sumpftrolle. In Skyrim waren es ja die normalen Trolle und die Eistrolle. Gut, es gab ja, glaube ich, in Skyrim noch so einen besonderen Troll, der auch so... Ach, schon wieder ein schweres Schloss. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, in Skyrim gab es auch noch einen besonderer Troll, ne? Der auch so grünlich mehr ausgesehen hat wie die hier. Da kann ich mich, glaube ich, auch noch dran erinnern, oder? Oder war das jetzt Enderal? Oh Gott. Ich weiß es einfach nicht. Wir haben die Handschuhe. Das ist gut. Ich glaube, damit haben wir jetzt die Ebenholzrüstung komplett, oder? Ich will jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich einfach irre. Aber ich glaube, wir hätten jetzt damit...
die Ebenholz-Rüstung zusammen. Oh! Das ist gut. Die Handschuhe, nice. Das ist unglaublich. Schon wieder eine schwierige Truhe. Also manchmal lohnt es sich schon, ganz klar, hat man ja auch eben gesehen, aber trotzdem, am meisten findest du nur Quatsch drinne. Und dann verbrauchst du vielleicht noch, wenn du dich dementsprechend halt nicht wirklich auf Geschicklichkeit geskillt hast, so viele Dietriche, dass das schon nicht mehr witzig ist. So, mein Sturmastronach, gehen wir mal auf Trolljagd. Ich glaube, wir haben hier nochmal was angelockt. Mehr als nur einen sogar. So, den Hammer. Mann, kann denn die nicht nehmen? Also, wirkt das nur bei humanoiden Gegner? Würde mich halt mal interessieren jetzt gerade. Ohne Scheiß. Mensch, wo sind wir hier denn? Das ist ja wieder so ein Riesending. Ach, schon wieder eine Truhe mit schwerem Schloss. Es ist ja auch nicht so, als hätte man mal hier Truhen mit einem mittleren Schloss oder mit einem leichten oder sehr leichten Schloss. Nein, es sind immer schwere Truhen mit schwierigen Schlössern. Warum? Alter, wir wären hier so aufgeschmissen in dem Game hier. Wenn ich jetzt diesen scheiß Zauber... Ohne Scheiß, ich wäre hier aufgeschmissen. Ich könnte keine Truhe öffnen. Ich einfach kein... Oh Gott, ich reg mich zu sehr auf gerade. Da kommt mir das regelrecht hoch, ne? Gerade. Musst du gerade aufstoßen. Da war ich dran, ne? So, hier gibt's doch bestimmt noch einen Troll-Daddy, oder? Oh je. Oh Gott. Na, da ist er doch, Troll-Daddy. Na, dann komm mal her, Schatz. Nee, 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 nee. Ach, weißt du, was? Ja, ey, box mich hier nicht durch die Gegend. Alter, okay, der boxt mich ja gerade übelst. Okay, du bist ja wirklich der Troll-Daddy hier. Ach Mann, ich wollte ihn gerade... Mann, ich wollte ihm gerade die Fresse polieren. Aber der hat mir gegeben. Also das war wirklich Troll-Daddy. Oh nein, nicht noch einer. Oh, komm her! Nimm das! Schmeckt meine Fäuste! Ich sollte vielleicht dafür aber erstmal einen Trank zu mir nehmen. Oh, ist besser. Hat dir das gefallen? Ah, es sollte vielleicht trotzdem einen Sturmastronach noch beschwören. Alter, warum folieren die mir alle auf einmal so die Fresse? Na komm her! Hat dir das gefallen? Oh, ich habe alle Trolle in der sumpfigen Höhle getötet. Ich sollte meine Erkenntnisse Rarana Thielis melden. Ich hoffe, ich lese das so richtig vor. Wahrscheinlich nicht. Ja, schon wieder nicht. Ja, also, ich meine, ich habe hier den Zauber, aber ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht mehr normal, was hier passiert. Wo kommt man jetzt raus, wenn ich jetzt hier hingehe? Ich bin hier durch. Moment, ich gehe lieber nochmal kartenmäßig hier. Ach Gott, das ist so eine große Höhle. Dass ich gar nicht mehr richtig einsehen kann, ob ich halt wirklich fertig bin hier. Hier wäre noch was, ne?
Da könnte vielleicht was sein. Und wisst ihr was? Ach, ich komme gar nicht mehr hier hoch, ne? Doch. Ich gehe da jetzt noch hin. Ganz ehrlich, ich gehe da jetzt noch hin. Ist wahrscheinlich jetzt dumm, weil da nichts ist. Aber ist mir eigentlich egal. Geht ein Part ein bisschen länger. Wir machen auf jeden Fall die Quest hier noch fertig. So viel ist sicher. Ja, ich würde mal sagen, das war komplett umsonst. Nice, cool. Cool, sollte ich immer mal machen. Hat sich gelohnt. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu machen, auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall hier alles ab. Ihr könnt hier überall eine Truhe stehen. Ihr habt ja gesehen, jetzt hatte ich hier ganze 10 Truhen. Wo gehe ich überhaupt hin? Ich denn da? Wo renne ich denn rum? Habt ihr gesehen an der Stelle, ne, wo ich jetzt eben war, da waren ja so 20 Truhen ungefähr. Also es hat sich auf jeden Fall dicke gelohnt, da mal nochmal vorbeizuschauen. Ja, war schon nice. So, jetzt bitte ich will hier raus. Wahrscheinlich habe ich halt wirklich irgendwo eine Truhe übersehen. Das würde ich sogar noch, das würde ich sogar noch noch wirklich glauben, ne? So, wo kommen wir denn da jetzt raus? Oh, ja, als Belohnung kriegen wir den Nierenwurz. Das ist eigentlich die beste Belohnung gewesen von dieser ganzen Höhle hier. Da hinten. Ja gut, lala. Dann geht's auf zurück zur Wacht. Geben die Quest ab, machen dann am nächsten Part noch das Oblivion Tor ready. Sei So, gegrüßt. guten Tag. Bitte versucht, unsere verschwundenen Freunde zu finden. Die bleiben verschwunden. Ja, ich habe sie gefunden. Sind leider alle tot. Oh nein. Ihr glaubt also, Trolle brachten sie um? Das ist ja schrecklich. Aber gut, dass ihr alle Trolle getötet habt. Bitte nehmt dies, wir sind euch zutiefst dankbar. Oh ja, ein Ring. Wie bedauerlich. Und jetzt muss ich mich nochmal bei unserem Chef melden. Gut, das machen wir mal noch eben. Und dann, würde ich sagen, wenden wir den Part. So. Neuen Handschuh angelegt. Da brauchen wir keinen Reparaturhammer für. So. Auf jeden Fall gehe ich nochmal neue Reparaturhämmer kaufen, bevor ich dann das Oblivion Tor mache. Also das war auf jeden Fall damals auch nicht da, ne? Also da tauchen halt immer wieder neue Oblivion Tore auf. Ist ein bisschen ätzend. Wie ist es so leise? Ist hier überhaupt jemand? Natürlich ist Ork nicht da. Jetzt ist er Sieh da. sich einer dieser Muskeln an. Klappe halten. Ihr sollt den Leuten in Harlons Wacht helfen. Wie sieht's aus? Ja, wegen den Vorfällen, die sind leider tot, die Vermissten. Trolle, meint ihr also, die von den Irrlichtern angelockt wurden. Da habt ihr ja ganz großes Pech. Tja, hier ist eure Bezahlung. Ich bedaure, aber ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Vielleicht hat Asan etwas für euch. Das war recht gute Arbeit für einen Tölpel wie euch. Ja, was kannst du über die Kämpfergilde sagen? Wieso kann ich dich das überhaupt fragen? Asan in Ach Anvil so. kann euch sicher Ja. Aufträge erteilen. Ja. Also du hast keinen Auftrag? Ich habe nichts mehr für euch. Gut, dann können wir aufsteigen? Ich bedaure. Ja, okay, alles klar. Ja, alles Schönen gut, alles Tag. safe. Gut, dann werden wir hier einmal übernachten, werden das Oblivion Tor schließen gehen im nächsten Part und dann, Ach, eigentlich ist das sogar dämlich, wenn ich jetzt schlafe. Ah, die Reparaturen werden schon reichen. Hallo. Und dann passt das. So, gut, mein Lieben, Freunde, ich beende jetzt hier den Part. Oder soll ich vielleicht doch schlafen gehen, weil ich hier noch ein paar Sachen bei mir habe, ne? Wäre vielleicht dann doch besser. Ja doch, ich gehe ablegen, gehe auch übernachten. Und dann sehen wir uns an dem Oblivion Tor. Dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Oblivion. Macht es gut. Ciao.